Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute wieder beim T&E Talk. Ich bin der Nino von Strombock und hier ist der David vom Tesla Welt Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nino, über was sprechen wir heute? Wir sind hier an der Location des Treffens der elektrischen Community, was wir am 26.09. veranstalten werden. Das solltet ihr, wenn noch nicht geschehen, unten in der Infobox aufrufen, Ticket bestellen, ganz wichtig, damit ihr hier auch Einlass bekommt. Und wir stehen hier heute, um darüber zu sprechen, wer kommt denn hier hin, warum kommen die Leute hier hin, was ist geplant, wie ist die Location. So ein bisschen was habe ich auf meinem Kanal ja auch schon gezeigt, aber heute geht es noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Genau, dein Video verlinken wir auch gleich hier oben in der Ecke, würde ich sagen, damit das die Zuschauer sich schon mal von außen auch alles schön anschauen können. Wir haben heute einige Gäste eingeladen, die auch selbstverständlich eine Rolle spielen werden bei der Veranstaltung selbst, oder? Genau. Als nächstes sehen wir jetzt den Leander. Dieser Herr hier macht Musik, habe ich verstanden. Genau. Und du studierst Elektroautos. Genau, beides. Also ich bin schon quasi in der Community drin. Ich studiere Elektromobilität an der Hochschule Trier und bin aber hobbymäßig Musiker. Ich spiele so 80er Jahre auf dem Klavier und singe auch. Ich habe die Idee gehabt, dass man hier so ein bisschen musikalisch Untermalung machen könnte bei dem Event. Junge, ich höre schon an deiner Stimme. Ich glaube, das wird gut, weil die Stimme, das merkt man sofort, da ist was hinter. Ja, schön. Aber was heißt denn Elektromobilität studieren? Ja, das ist... Was heißt das denn? Das ist doch einfach nur fahren und Stecker rein. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich sage, ich studiere Autofahren. Ja, richtig. Das ist ein Studiengang an der Hochschule Trier, Elektromobilität, aber es ist im Prinzip wie Elektrotechnik. Also ganz normal, es gibt dann halt nur so ein paar Bereiche, ein bisschen mehr Maschinenbau ist drin, ein bisschen mehr Batterietechnik zum Beispiel auch. Und man wird dann quasi als Elektroingenieur bestens auf die Elektromobilität vorbereitet. Okay, das heißt, du kannst keine Verbrenner bauen? Nein. Okay, was müssen wir uns denn vorstellen? Wir werden hier eine Bühne haben, ja? Genau. Die wird draußen sein. Ja. Was heißt denn, du machst Klaviermusik 80er Jahre? Also du bist dann alleine? Nee, also es soll noch mehr kommen. Ich werde ein bisschen Musik machen und ich freue mich sehr, wenn sich im Vorfeld ein paar Leute per Mail bei mir melden könnten, die auch Lust haben, Musik zu machen. Also jeder, der ein bisschen musikalisch ist, Lust hat, ist herzlich dazu eingeladen, sich bei mir zu melden und dann Instrument mitbringen. Also ein Klavier ist hier. Das heißt, wenn ihr total gut darin seid, am Ballermann bei Sangria zu grölen, meldet euch bei ihm. Ich werde eine Bewerbung machen. Genau, ihr müsst durch die harte Qualitätskontrolle von Leander. Drill@hochschule-trier.de. Da könnt ihr euch per Mail bei mir melden, falls ihr Interesse habt, ein bisschen Musik zu machen. Was sollten die Leute denn genau schicken? Ja, so ein kleines Video wäre ganz cool. So eine Minute, das reicht schon. Was für ein Instrument. Ne? Wenn man so ein bisschen mehrere Instrumente dabei hat, wäre auch ganz cool. Ne? Also ein Klavier haben wir schon, vielleicht noch jemand mit Gitarre dabei. Ne? Und E-Gitarre. Oder normale Gitarre, geht auch. Gibt es eine Musikrichtung oder einen Stil, den du gerne... Da bin ich völlig offen. Also ich bin für die 80er schon da. Darf gerne alles dabei. Was werden wir denn für Technik für Musik da haben? Ja, Verstärker muss man nicht mitbringen. Das ist hier... Ich habe ein Mischpult mit so einem Cinch-Anschluss. Da kann man sich dann einfach einklinken. Also Blockflöte wird eher schwierig. Das wird schwierig. Ich glaube, da gibt's, also elektrisch gibt es nicht. Nee. Vielleicht noch als klassische Abschlussfrage. Wie kamst du zur Elektromobilität und was fährst du gerade? Ja, ich kam zur Elektromobilität Anfang 2018. Da haben wir in der Familie das erste Elektroauto gehabt. Genau, dann war ich sehr davon begeistert. Also hat mich wirklich umgehauen. Ach, wenn du das studierst? Genau, das kam ja dann danach. Genau, ich habe mich dann im Prinzip danach erst dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Im weiteren Verlauf habe ich auch meinen Arbeitgeber kennengelernt. Ich arbeite bei Store & Charge. Und genau, jetzt fahre ich gerade noch einen VW ID.3. Den bringe ich jetzt gerade nach Ingolstadt zurück. Und der Nachfolger ist auch schon da. Das ist jetzt passend zum Event, ein Tesla Model 3. Zu dem ID.3 gibt es eine Story. Genau, das ist ein ID.3 von der Firma E3DC. Die haben vor 2 Jahren eine Challenge gemacht, eine Solar Charge Challenge. Und da ging es darum, wer den meisten Solarstrom aus der Photovoltaikanlage ins Elektroauto lädt. So, da haben die so einen Wettbewerb draus gemacht. Es wurden dann am Ende die 5 Besten in ganz Deutschland, quasi als beste Partner, als beste Kunden ausgezeichnet. Die durften dann für 2 Jahre ein ID.3 fahren. Genau. Super. Das war eine coole Sache. Das glaube ich. Und warum jetzt Tesla? Ja, also das erste Elektroauto in der Familie war ein Tesla. Da bin ich natürlich seitdem sehr begeistert von gewesen. Ja, ich will jetzt nicht so weit ausholen. Der ID.3 hat so ein paar Softwaremarken bei mir immer gehabt. Ach echt? Ja. Softwaremarken? Tatsächlich. Also es geht ja um dieses ominöse 3.0-Update, was wirklich große Verbesserungen bringen soll.
Und ich habe im September, war ich in der Werkstatt, um das zu machen, und ich habe es bis heute nicht bekommen. Und heute gebe ich das Auto ab und quasi immer noch mit völlig katastrophaler Software. Okay, ja, dann, dann halten wir dich jetzt nicht weiter auf, dass du das Auto schnell los wirst. Wir stehen jetzt hier mit dem Lars Hendrichs vom TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., und dem Andreas Häuser, der hier den Besitzer der Zeche vertritt. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ihr müsst uns mal erklären, wie es zu dieser Location überhaupt kam. Denn da gibt es auch eine besondere Story. Ich glaube, Lars, du hattest den Erstkontakt mit dem Andreas gehabt. Ja, genau. Also eigentlich nicht direkt mit Andreas, sondern mit einem Kumpel von ihm. Den habe ich auf dem Parkplatz in Bottrop getroffen beim Einkaufen und wie üblich immer meine T&E-Magazine verteilt vom Timo. Und dann hat er den Kontakt zu ihm hergestellt. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Er hat mir seinen Standort in Dorsten gezeigt. Da haben wir ja letztes Jahr unser kleines TFF-Tesla-Treffen gemacht. Das werden wir auch dieses Jahr wieder machen. Und darüber ist dann der Kontakt zum Timo auch gekommen, weil der Timo sagte, ich suche eine Lokation und so. Eine Hand wäscht die andere, hat man dann innerhalb der Community miteinander gesprochen. Also wir haben jetzt schon zwei Sachen gelernt. Es gibt nicht nur, dass man Tesla-Fahrer ist, sondern man hat jetzt eine Tesla-Familie. Und du, Lars, du bist T&E-Magazin Aushändiger am Supermarktparkplatz. Wo kann man dich denn da immer antreffen? Also zum Beispiel beim Trinkgut in Bottrop. Okay. Da habe ich jetzt gestern ein T&E-Magazin verteilt und der Kollege meinte, oh, ich habe schon gelesen, Sie kommen aus Bottrop, jetzt habe ich Sie endlich mal kennengelernt. So, oh, cool, das war es mir auch noch nicht passiert, dass die Leute das realisieren. Das ist so witzig. Andreas, was ist denn das Besondere der Location hier, warum du denkst, dass hier das E-Auto-Treffen genau richtig ist? Ja, natürlich die Größe. Wir reden hier von ungefähr 30.000, 35.000 Quadratmeter Spielfläche. Das ist schon gigantisch. Die historischen Gebäude wurden teilweise 1901 gebaut, also unter Denkmalschutz und was ganz, ganz Besonderes. Und halt, man ist quasi für sich, ne? Man hat einen eigenen Bereich, man stört niemanden, man wird von niemandem gestört, man kann sich gut abschotten. Dann auch die Gastronomien, die hinkommen werden. Da wird auch bis dahin auch noch was entstehen. Davon weiß ich wahrscheinlich noch gar nichts. Nein, da weiß ich nicht. Aber was wird es denn Leckeres geben? Haben wir ein paar Überraschungen, die ich jetzt noch nicht kommunizieren kann, aber da kommt noch was. Und halt, ja, das Ensemble, Gebäude-Ensemble. Hier entsteht ja zukünftig ein Kreativrevier. Das heißt, es werden sich kreative Büromieter ansetzen. Büromieter, die sich auch um neue Energien kümmern. Und das passt natürlich für die Faust aufs Auge. Ja. Und was auch nicht, man finde ich, verdenken darf, ist die Verkehrsanbindung. Wir sind direkt am Kamener Kreuz. Die A1, A2 kreuzen hier. Das ist natürlich für die Leute, die weiter wegkommen, natürlich ideal, weil die Anbindung ist super hier. Ja, man ist ruckzuck hier, ne? Ja. Zack, schon ist man mitten im Geschehen der elektrischen Community. Richtig. Lars, worauf freust du dich denn am meisten? Mach doch mal den Zuschauern so ein bisschen Lust. Vor allem viele Leute kennenzulernen und zu treffen. Wir werden ja auf jeden Fall auch mit dem Stand da sein. Die Kollegen aus der Schweiz vom Owners Club Schweiz sind auch da. Und ich denke, es werden hoffentlich auch noch einige andere internationale Owners Clubs kommen. Einfach dieses mit den Leuten reden, überlegen, was kann man für nette Events zusammen machen, sei es Ausfahrten oder andere tolle Touren. Das ist dann immer gut. Einfach dieses Get-Together, sag ich mal, beisammen sein, Meinungsaustausch und Erfahrungen. Und wie werden sich die Tesla-Clubs oder auch ihr als TFF präsentieren? Naja, wir werden auf jeden Fall einfach nur einen Stand von uns aufbauen und da werden wir halt präsentieren, was haben wir die letzten Jahre gemacht. Ich dachte, ihr verschenkt Teslas oder so. Ich werde auf jeden Fall Merchandise mitbringen, das ist schon mal klar. Ich habe erst die Tage irgendwie, ich glaube, 50 Matchbox-Tesla-Autos wieder auf eBay zusammengeklaubt, die ich dann immer gerne an so die kleinen Besucher, wo man merkt, die sind Fans, wo der Papa vielleicht weniger Fan ist als das Kind. Dann gebe ich halt immer gerne so ein bisschen was raus. Ne? Aber ansonsten, wir zeigen halt, was machen wir, welche Vorteile hat es im Verein zu sein. Erzählen von unseren Besuchen der Gigafactory zum Beispiel, Fahrsicherheitstrainings, was wir so alles machen. Vielleicht, weil ihr macht ja da ganz viel und das finde ich jetzt auch immer wichtig, dass man noch dazu sagt, auch wenn wir jetzt hier alle persönlich vielleicht so einen Tesla-Hintergrund haben, ist das ein Treffen für die elektrische Community und für alle E-Autos, für alle E-Auto-Interessierten und auch die Tesla-Owners-Clubs sind in diese Richtung aufgestellt. Ich weiß auch, dass es den Schweizern immer ganz wichtig ist, weil die machen ganz viele Workshops, ganz viele Veranstaltungen. Da geht es nicht nur um Tesla, es geht auch nicht nur um Tesla-Fahrer, sondern alle sind herzlich willkommen. Den Hintergrund, den wir jetzt auch alle mitbringen, das liegt einfach daran, dass Tesla eben der Pionier in der Elektromobilität ist und daher eben sehr viele, die schon länger dabei sind, eben an der Marke Tesla nicht vorbeigekommen sind. Also meine Frau fährt ein Corsa-Elektro, also insofern, wir heißen ja Fahrer und Freunde. Also genau. Es geht um die Gesamtmission und nicht um diese. Ein Thema. Das ist ja jetzt hier sehr, sehr groß. Wir erwarten ja ungefähr 50.000 Menschen. Würdest du sagen, das hält das Gelände stand? Wo ist denn das Limit? Wo müssen wir sagen, Leute, jetzt ist Schluss mit Ticketverkauf? Ja, 50.000 ist ja schon eine Hausnummer. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Ne? Ich würde es mal eher mit Vorsicht mit 5.000 einschätzen, aber
die weit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Du stapelst tief, ich stapel hoch, okay. 50.000 Tonnen. Oder noch eine andere Nummer. Ne? Also ich freue mich auf das Event. Ich glaube, wir haben genügend Platz hier. Es ist eine super Location, es schaut toll aus. Wir hoffen, dass ihr euch alle anmeldet und dann mit uns dieses Event feiert. Genau, Links findet ihr in der Infobox unter dem Video. Jetzt haben wir hier den Timo Schaar. Der ist der Veranstalter, der offizielle. Ich bin einer von den beiden Veranstaltern. Der andere ist der Oliver Godisch, bekannt aus Custom Tesla, mit dem ich das in diesem Jahr zusammen stemme. Dann gibt es den Thomas, mit dem ich das im vergangenen Jahr realisiert habe. Ganz wichtige Frage ist ja, wer wird denn ausstellen? Also was wird es denn hier überhaupt zu sehen geben für die Leute, die jetzt hier zuschauen und sagen, hey, elektrische Community, größte Treffen hoffentlich der Welt für E-Autos? Ja, das Wichtigste ist die Community. Also letztlich geht es darum, dass sich Menschen in den Austausch begeben und einander treffen. Es soll halt zu Kennenlernen, aber auch Wiedersehen kommen. Und das, was zwischen den Menschen hier stattfindet, das ist im Zentrum. Daneben gibt es, wie jetzt hier an diesem Ort, das Veranstaltungsprogramm. Es wird wieder eine Zukunftsmesse mit Ausstellern aus allen möglichen Bereichen, Nachhaltigkeit, E-Mobilität, Tuning, das wird es auch geben. Wir haben musikalische Acts, wir haben eine Tesla-Lichtshow und wir haben das vielleicht weltgrößte E-Auto-Campen auf dem Gelände. Also das Spektrum ist ziemlich breit. Ja, der Campingplatz habe ich schon gesehen, der ist echt groß. Also das wäre schon festivaltauglich. Und total idyllisch. Also das muss man ja insgesamt für diese Location sagen. Es ist ja nicht clean, alles super geleckt, aber es hat halt einfach einen Style, der so besonders ist, dass dieser Ort meiner Ansicht nach der ideale ist, um ein solches Event durchzuführen. Timo, jetzt hatten wir ja letztes Jahr das Vorgänger-Event, sage ich mal, mit einem super Treffen, mit richtig vielen Teilnehmern, einem tollen Programm auf dem Messegelände von Hannover. Das war für mich persönlich eine tolle Erfahrung. Ich habe super viel Spaß gehabt dabei. Was denkst du, können wir dieses Jahr noch toppen? Ja, vor allen Dingen ist der Charakter jetzt nochmal so ein klein wenig anders dahingehend, dass wir eben jetzt nicht so eine sterile Atmosphäre wie auf der Messe Hannover haben. Also Messe Hannover ist cool, keine Frage, aber ich behaupte mal, das ist hier alles noch ein bisschen cooler im Sinne von, also das ist ebenerdiger, bodenständiger, Tradition anknüpfend. Also das sind so Aspekte, wo ich sagen würde, das alleine ist schon ein Topping für das, was wir halt im letzten Jahr realisieren konnten. Siehst du da auch so einen historischen Hintergrund mit dieser Zeche hier, ja, die ja auch für fossile Energie steht? Und das überbügeln wir jetzt hier alles. Ja, genau, das ist halt dieser Wandel, der hier einfach ideal abgebildet ist. Und wir sitzen dann mittendrin in diesem Wandel und präsentieren hier die E-Mobilität als Einstiegsdroge, wie ich das gerne sage, für den Weg zu regenerativen Energien. Erwartest du dir viele Leute auch aus der Umgebung, die vielleicht noch nichts damit zu tun haben? Gut, dass du das ansprichst. Das ist halt auch nochmal ein zentraler Unterschied zu Hannover. Wir wollen hier ganz bewusst die Bevölkerung aus Hamm mitnehmen. Es wird halt in halbstündigen Rhythmus ein Buspendeldienst vom Hauptbahnhof der Stadt Hamm aufs Gelände geben. Und ja, das ist halt ganz klar der Versuch, eben die Bevölkerung auch mitzunehmen, die Leute mitzunehmen, die jetzt vielleicht noch nicht in der E-Mobilität angekommen sind. Und die haben halt hier einfach die Möglichkeit, die E-Mobilität zu erleben, weil einfach so viele Praktiker hier zusammenkommen und letztlich erzählen können, wie es funktioniert. Wird der Pendelverkehr elektrisch sein? Natürlich. Sehr gut. Das ist ja mal eine geile Sache. Wir haben einen voll elektrischen, die Verkehrsbetriebe, die lokalen, die gewährleisten halt quasi von morgens an halt ein im Halbstundentakt fahrendes elektrisches, voll elektrisches Busfahren mit einem, wie nennt sich das, so ein Bus, der aus zwei Teilen besteht. Gelenkbus. Das finde ich super. Man kann also auch aus dem ganzen Bundesgebiet theoretisch mit der Bahn anreisen, wenn man nicht mit dem Auto kommen möchte. Dann braucht man halt auch nur ein Personenticket. Also wir kassieren halt auch ein bisschen was. Wir haben letztlich als Preise hier, eine Person muss halt ein Personenticket in Höhe von 15 Euro chartern. Parkplatztickets, egal ob man mit Verbrenner oder mit einem E-Auto anreist, nochmal 10 Euro für das Fahrzeug. Wenn man mit dem Bus fährt, kostenlos. Die Teilnehmer des E-Auto-Campen müssen nochmal 10 Euro abdrücken, bekommen dafür aber eigene sanitäre Anlagen am Campingplatz und letztlich auch ein Frühstücksbuffet. Ich habe da mit einem gewissen Roland Schüren aus Hilden
Gilden gesprochen, der in Fachkreisen bekannt ist für lecker Brötchen. Und es könnte sein, dass wir da halt hier frische Backwaren, voll elektrisch logischerweise, angekarrt bekommen für das E-Auto-Campen. Ja, also wenn das kein Argument ist, beim Camping mitzumachen, dann weiß ich auch nicht. Ja, und Kinder zahlen einen symbolischen Euro wegen der Statistik. Ach so, eine Kaffee- und Tee-Flat wird es ebenfalls geben. Das heißt also, für 10 Euro kauft man sich einen Becher, der dann auch als Andenken mitzunehmen ist. Ist kein Einweg-Plastik-Kack, sondern schon was Hochwertigeres. Und das wird letztlich dann den ganzen Tag zu befüllen sein mit einem Heißgetränk. Man kann da Tee oder Kaffee sich halt abzapfen. Ganz wichtig ist das Thema Verpflegung. Wenn man jetzt also nicht nur von Tee leben will den ganzen Tag, was macht man dann? Wir haben halt hier verschiedene Lösungen in Vorbereitung. Also das Spektrum reicht halt von, das ist jetzt kein Witz, Spitzengastronomie bis hin zu einfachen Foodtrucks. Also wir sind da noch am Stricken verschiedener Varianten. Auf jeden Fall wird das hier auf dem Gelände vielfältig abgebildet, möglich sein, sich den Magen vollzuschlagen. Und es gibt natürlich auch professionelle Firmen, die hier mit in der Ausstellung sind. Unter anderem sind auch Autohersteller mit dabei, glaube ich, die hier Autos ausstellen, die man sich auch anschauen kann. Damit man ja, irrerweise nicht nur anschauen, sondern es wird sogar die Möglichkeit geben, Testdrives hier zu erleben. Ja, da gehört auch ein namhafter amerikanischer Laden dazu, der, ich glaube, die meisten Autos zurzeit verkauft. Okay. Keine Ahnung. So, jetzt stehen wir hier mit der Conny, die mit zum Orga-Team gehört von Timo Schad und nochmal mit dem Lars Hendrich von TSF. Bei Elektromobilität soll es ja auch um Spaß gehen. Das ist ein zentrales Thema und das lässt sich natürlich auch mit Autos, die im Prinzip so langsam Computer werden oder mehr Computer als Auto sind, sehr gut umsetzen. Jetzt hast du eine ganz tolle Aufgabe bei dem Treffen und organisierst eine Lichtershow. Vielleicht kannst du ein bisschen uns da Näheres zu sagen, wie das geplant wird. Vor allen Dingen für die, die nicht Tesla fahren, die kennen das vielleicht gar nicht. Fangen wir mal damit an, dass der Tesla ein eigenes Programm hat. Da sind zwei Lichtmusikstücke drin, die kann man dann anspielen. Und wenn man die anspielt und geht dann raus, man kann das mit Zeit programmieren, dann spielt das Auto im Grunde wie eine Orgel mit Licht, Fenster rauf, Fenster runter, Licht an, Licht aus. Ist schlecht zu erklären, man müsste es sehen. Es ist im Internet... Nein, die Leute sollen herkommen. Aber nicht im Internet gucken, ihr kommt her und schaut euch das live an. Das ist es ja eben, weil wir haben ja auch vor, nicht nur das zu machen, was Tesla selber im Auto hat, sondern wir wollen eine eigene Show aufstellen mit mehreren Autos und wenn möglich, zum Schluss, alle Tesla-Autos, die das können, sollen zusammen diese Show einmal abspielen. Wir wollen versuchen, den Weltrekord zu brechen. Alle mit Teslas müssen dabei sein? Ja, alle, die wollen, die sollen Bescheid sagen, wir stellen uns alle schön der Reihe nach dann dahin, machen das größte Spektakel und das größte Hubkonzert zum Schluss. Alles gut. Okay. Das ist also schon auch was Besonderes, weil ihr dafür eine extra Show programmiert, die dann speziell für dieses Event auch designt wurde. Sozusagen. Genau, also so 10, 20 Autos wollen wir zusammenbringen alleine, die eine Spezialshow machen und für die Zuschauer, für alle drumherum. Und nachher alle, die mit im Auto da sind und auch Spaß daran haben, die allgemeine Show vom Tesla. Lars, das haben wir vor. Was soll der Quatsch? Also der Nicht-Tesla-Fahrer. Wie erklärt man dem das, warum das geil ist? Man braucht es nicht. Genau, man braucht es nicht. Das brauchst du genauso wenig wie das Furzkissen. Aber das sind die Sachen, über die Leute reden. Es ist halt so. Ne? Und stell dich an den Supercharger mit dem Model X, start die Lichtshow und du hast auf jeden Fall 20 Leute um dein Auto rum und alle haben ihr Handy an und filmen es. Das ist einfach so. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Und wenn du dann auch noch die eigenen Lichtshows programmieren kannst. Wir hatten ja in Hilden nicht nur diese Sammellichtshow, sondern auch, es gab ja auch einen Wettbewerb, wer die beste selbstprogrammierte Lichtshow hat. Genau. Ich kenne den Gewinner zufällig. Ja. Und dieses Wissen nehmen wir natürlich mit, ne? Und gucken dann. Diesmal gibt's kein Körbchen. Kein Problem. Aber ich habe gehört, wir haben auch noch jemand anders hier, der uns dabei hilft, weil wir brauchen ja ganz viele USB-Sticks. Die muss man ja gesponsert haben, weil die Autos kriegen halt die Lichtshow auf dem USB-Stick zugespielt. Genau. Und wenn wir das mit ganz vielen, mit einer eigenen Show machen, dann brauchen wir natürlich auch viele USB-Sticks. Warum macht den Leuten das so Spaß? Oder was hat Tesla das wirklich so, kann man sagen, das ist Marketing-Absicht? Ja, wir bauen sowas ein, weil die Leute das dann geil finden und dann unser Auto kaufen? Ja, du kannst oder ist das eher so eine Kirsche auf der Sahne? Es ist eine Kirsche auf der Sahne, aber du kannst sie ja nehmen. Also Tesla macht ja immer noch
bis auf dieses eine Video angeblich, keine eigene Werbung. Das kommt ja vielleicht mal irgendwann, aber das ist ja die Werbung. Also ich habe das zum Beispiel mal genutzt. Ich bin letztes Jahr in Amerika gewesen, war auf eine Hochzeit eingeladen, habe mir da einen Tesla als Mietwagen genommen und habe dann dem Hochzeitspaar eine eigene Lichtshow mit ihrem Lied gemacht, was sie zum Eröffnungstanz der Hochzeit gemacht haben, habe ich eine Lightshow programmiert. Geil. Wow. So, du hast dann die ganze Hochzeitsgesellschaft um das Auto rumstehen und filmen. Ne? Also, ja, okay. Das kennen das auch nicht alle, das ist es ja eben. Ja, genau. Es sind viele noch dabei, die sowas noch nie gesehen haben. Und ob die nun einen Tesla haben oder nicht, der Witz ist, wenn sie es nicht haben, fahren VW oder ein anderes Modell und haben davon gehört, aber noch nie gesehen. Und dann so die Masse. Ich glaube, das bringt richtig gut. Deswegen müssen ganz viele da kommen. Umso mehr, umso besser, ja. Wie melden sich die Leute denn bei der Show dann an für die Tesla-Show? Gute Frage. Und zwar könnt ihr beim Ticketkauf das mit angeben, ob ihr an der Lightshow teilnehmen wollt. Geil. Dann müsst ihr den Haken da setzen und dann könnt ihr das mit zusammen buchen, wenn ihr Personenticket, Parkticket und Campingticket kauft. Ne? Das ist eine Auswahl. Das ist eine super Idee. Ich glaube, das wird super. Elektromobilität soll Spaß machen, das ist auch der Sinn und Zweck des Ganzen und das wollen wir damit zeigen. Die Autos werden immer mehr zum Software-Defined Vehicle, zum Computer, der wichtiger ist am Ende als das Auto selber. Nico, du bist hier heute zu Besuch bei unserer Location, denn du bezahlst den ganzen Spaß, weil du bist mit To Be Fair Hauptsponsor, das heißt ja nicht umsonst To Be Fair, elektrische Community. Jetzt frage ich dich, warum? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt alles hier bezahle, aber klar, also wir waren letztes Jahr ja in Hannover und haben uns das da angeguckt und waren da auch schon mit einem großen Stand. Ja, mich und Timo verbinden eine relativ lange Vergangenheit mittlerweile schon, wir kennen uns auch schon relativ lange und das, was letztes Jahr in Hannover auf die Beine gestellt wurde, das fanden wir im Team alle super und haben uns dann eben überlegt, was sind Aktionen, die wir dieses Jahr eben machen wollen und dann hat sich das alles so, immer mehr Informationen gab es dann zu der Veranstaltung hier und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und überlegt und gesagt, okay, das ist eigentlich was, was wir gerne unterstützen würden, eben dieser Community-Gedanke drumherum. Wir können unsere Kunden am Ende des Tages auch treffen. Wir bekommen auch Sichtbarkeit für unsere Marke. Ja, einfach die Nähe dann zum Kunden auch letztendlich zu haben und das Ganze hier, das, ja, eine coole Zeit haben. Das war so ein bisschen der Hintergrund, würde ich mal sagen. Sehr cool. Jetzt kennst du dich ja mit Community super aus, weil du hast auch einen sehr großen YouTube-Kanal, das machst du schon seit Jahren. Wie wichtig ist dieses vor Ort sein? Ne? Weil sonst ist das ja alles immer virtuell, digital vor der Kamera oft. Habt ihr da viel Feedback auch von Kunden, die ihr mitnehmen konntet letztes Jahr? Also Feedback ist das Wichtigste für uns überhaupt. Ne? Also wir fragen viel und wir gucken natürlich auch, was wird über uns geredet und so weiter und so fort. Und wir, auch auf unserer Webseite haben wir ein Tool, wo jeder Produkte bewerten kann und wir können da auch nicht rein und sagen, so, ey, die Bewertung gefällt uns nicht und so weiter. Also Feedback ist wirklich wahnsinnig wichtig. Zum einen natürlich, um nach draußen das darzustellen, dass die Leute sehen, okay, das ist wirklich ein Produkt, wo viele Leute sagen, das ist gut. Zum anderen ist es natürlich für uns geil, um uns weiterzuentwickeln. Natürlich hilft dann auch so eine Veranstaltung, wo wir Leute in persona quasi treffen können, wo wir darüber sprechen können. Wir sind jetzt heute aus Hamburg hergefahren gerade und hatten eben am Supercharger noch wen getroffen, der hatte dann auch unsere Gummimatten schon drin und war auch super happy. Das hilft immer. Ne? Das ist auch so ein, also ja, das eine ist verbessern, ist natürlich so, wir wollen was Gutes machen, wir wollen gute Produkte entwickeln und in der Company tut es natürlich auch immer gut, wenn man das dann mal hört, ne? Weil sonst, wir machen ein Online-Geschäft, normalerweise kriegen wir eine Bestellung rein, haben alle automatisierten Prozesse, die Bestellung geht raus und haben kein Feedback mehr. Und so häufiger man irgendwie hört, ey, ja, wir sind super happy oder eben auch nicht, wo können wir uns noch verbessern, das ist für den Spirit ist es auch wahnsinnig geil. Das ist für mich auch eine Motivation, ne? Insgesamt einfach das weiter voranzutreiben, geile Produkte zu entwickeln, die möglichst in Deutschland oder Europa zu produzieren. Und da haben wir auch schon wirklich viel auf die Beine gestellt. Und fast alles, also es ist erstaunlich, aber wir haben eigentlich fast alles, das was wir hier in Deutschland produzieren. Wow. Oder sonst in Europa. Ja. Also To Be Fair, der Name kommt ja nicht umsonst. Ne? Das, ihr habt euch da was bei gedacht und versucht, das wirklich Realität werden zu lassen. Ich weiß noch, wie wir beim StarTech-Dreh, da wart ihr gerade in Anfängen, in diese Richtung zu gehen. Ne? Das finde ich sehr gut, was für eine Entwicklung das macht. Ne? Und das finde ich dann super, wenn die Leute das dann auch wertschätzen und sagen, hey, die machen cooles Zeug und das ist auch mit Kopf und mit Nachhaltigkeit gedacht. Und so eine Firma kann man dann auch wirklich supporten. Ne? Das finde ich. Und wir supporten natürlich aber auch einfach gerne. Ne? Also wir geben es gerne wieder zurück und eben deswegen machen wir genau das hier, dass wir eben auch der Community einfach nahe sind. Was wird man denn bei euch zu sehen bekommen? Also ihr werdet ja sicherlich einen großen Stand haben. Was wird denn da so geboten werden? Das sieht man dann. Oho, oho. Nein, das ist jetzt, ich könnte jetzt sagen, wir haben so ein ganz großes Vor, aber die Wahrheit ist, dass wir
uns noch nicht so viele Gedanken gemacht haben, da wir momentan noch sehr viele Projekte am Laufen haben. Sicherlich, das Plaid wird hier sein, womit ich jetzt auch gerade da bin, was ich gestern von der Folierung abgeholt habe. Sieht geil aus. Du hast es schon gesehen. Sieht echt geil aus. Ja, ich auch ziemlich begeistert. So, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber ich bin jetzt sehr, sehr zufrieden. Und dann werden wir mit anderen Autos sein, die Produkte präsentieren. Und wir haben bis dahin auch noch neue Produkte, die wir planen. Und die werden wir entsprechend dann auch vorstellen. Das heißt, die wird man aber auch kaufen können? Das heißt, ich kann hier vollgepackt das ist der weglaufen Plan. Mit Sachen? Ja? Das also kommt mit einem großen Plan. Auto? Also den Plan haben wir schon auf jeden Fall. Das haben wir letztes Jahr dann auch schon gemacht. Das war ja so, das ist klar, neue Umgebung und Konzept ändert sich ja auch sicherlich immer wieder von Jahr zu Jahr. Und natürlich ist das für uns auch ein großes Risiko. Ne? Also muss man auch sagen, wir geben schon viel Geld natürlich aus und wir wissen nicht, was der Outcome am Ende des Tages ist, wie viele Leute werden hier sein und so weiter und so fort. Aber wir machen es natürlich aus dem Blick in die Vergangenheit, weil wir eben jetzt einmal diese Veranstaltung gesehen haben. Weil wir natürlich auch wissen, das T&E-Magazin, das ist bekannt, Leute kennen das. Daraus ist natürlich, oder das ist mit eingeflossen, ne? Dass wir einfach gesagt haben, ey, das war so eine coole Veranstaltung letztes Jahr, kamen so viele Leute auch zusammen, so viele Autos, dass wir einfach gesagt haben, okay, das kann man mal machen, das kann man mal riskieren, weil für uns alle ist es irgendwo ein Risiko. Ne? Und das ist aber nun mal so, wenn man irgendwie Unternehmer ist oder wenn man mal einfach die Boundaries sprengen möchte, dann ist man immer Unternehmer, hat immer Risiko. Und ich glaube, wenn wir einfach so das Team, was wir haben, mein Hund freut sich gerade und dreht sich im Kreis, wir sind alle coole Typen und Frauen und können hier, denke ich, was sehr Cooles auf die Beine stellen. Ja, also ich bin mir sicher, wir werden das, was von Hannover war. Wenn euch das gefallen hat, ihr solltet unbedingt wieder dabei sein und auch ein paar Leute mitbringen. Das wird richtig groß. Wir haben hier so viel Platz und wir können hier so viel bewegen und machen auf die Beine stellen und haben auch coole Pläne dafür. Das wird richtig cool. Und ich bin dir auch persönlich und euch als Team natürlich sehr dankbar, dass ihr da mit an Bord seid. Und natürlich die ganzen anderen Sponsoren genauso. Ihr seid ja tatsächlich nicht alleine. Und die anderen Aussteller, die das hier mitfinanzieren. Und natürlich ihr mit euren Ticketpreisen. Wir alle zusammen können hier dafür sorgen, dass es eine richtig geile Sache wird. Und noch geiler wird als letztes Jahr in Hannover, was wirklich mega war. Ja, yeah, es war super. Wir hatten auch mehr als Team hatten wir echt davor noch einen coolen Abend. Also ich hoffe, dieses Jahr wird das Bier länger als 10 Uhr ausgeschenkt. Aber letztes Jahr hatten wir wirklich ein sehr, 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 auch als Team einfach. Ne? So, das ist ja klar, das ist Arbeit für uns am Ende des Tages. Aber es war auch ein cooles Event. So, wir machen so viele Team-Events, ne? Bei uns auch so schon, aber das wird halt so ein Hybrid-Ding. So ein bisschen Arbeit, aber so okay, ein bisschen... Ich verstehe. Dein Sponsoring ist eher so und läuft unter dem Motto Sommerfest von Tobi Fair. Nein, wir machen tatsächlich schon viel. Also am Dienstag fahren wir jetzt auch in Hansapark mit der ganzen Company und so viele Sachen. Und ach, deswegen habt ihr so viel zu tun. Und wie gesagt, wir suchen Leute. Das heißt, wir müssen irgendwelche Benefits geben. Ist das und so? Es ist auch letztendlich... Ich finde es auch cool. Also ich finde, das Wichtigste ist für uns in der Company einfach, dass wir also Konsti hat das, mein Partner, CEO, hat das auch ganz schön gesagt. So, wir müssen natürlich erstmal alles auf die Beine gestellt bekommen und danach kommt der Spaß. Aber wenn wir alles auf die Beine gestellt bekommen, wo ich sehr zufrieden momentan bin, dann können wir auch den Spaß haben. So, und dann ist das auch beschleunigend dafür, was wir dann wieder in der Arbeit machen. Das ist ja so ein Kreislauf. Ne? Du arbeitest, hast Spaß, aber jeden Tag... Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, so geht es auch vielen im Team. Deswegen, klar, sowas, eine Messe ist nie einfach. Ist auch anstrengend für uns, wenn wir dann hier sein werden. Aber wir machen es gerne. Ne? Also das, was du gerade sagst, ist, wir geben das Geld, aber wir geben ja auch gerne einfach das zurück. So, ne? Also auch mit euch haben wir auch eine tolle Geschäftsbeziehung und das ist so ein bisschen, dass wir auch einfach was zurückgeben können an der Stelle. Ja. Sucht ihr tatsächlich Leute? Wollen wir hier aufrufen, falls sich jemand bewerben möchte? Ja. Also, was suchst du denn und für wo? Wenn ihr in Hamburg seid, was mit Tesla zu tun hat, was zum Beispiel auch Internationalisierung angeht, also Frankreich ist für uns ein spannendes Land, Skandinavien, da suchen wir Unterstützung auf jeden Fall. Kundenservice haben wir gerade nochmal ausgebaut. Wir haben andere Positionen, da haben wir jetzt gerade welche im Bewerbungsprozess und daher, ich glaube, wenn das Video online geht, dann wird es nicht mehr so spannend. Und wir lagern auch gerade eben, weil wir die Problematik hatten, dass wir nicht die passenden Leute gefunden haben, lagern wir viel an Agenturen aus. Aber Initiativbewerbung nehmen wir sehr, sehr gerne an. Wir haben halt so einen Hang zu Elektroautos, so ein bisschen mehr Hang noch zu Tesla. Und in der Vergangenheit sind wir häufig gut damit gefahren, dass Leute, die sich einfach eh in diesem Kosmos bewegen, irgendwie schon unterbringen können. Und es gibt viel zu tun auf jeden Fall bei uns. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Ja. Danke, dass wir das dabei sein können. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall, wenn ihr aus der Hamburger Gegend vielleicht kommt oder auch nicht, auf der Webseite vorbei und schreibt eine Bewerbung und meldet euch vor allem für das Elektroautotreffen an, denn das wird großartig und wir freuen uns riesig drauf. Ja. Bist du beim Camping dabei? Elektroauto-Camping?
Oder bist du im Motel? Weiß auch noch nicht. Ich glaube. Wir haben noch kein Hotel geplant. Also wenn wir noch länger damit warten, dann müssen wir wahrscheinlich Camping machen. Ja, an der Stelle ist vielleicht fair und recht und billig zu sagen, wenn ihr etwas braucht für euren Tesla, dann gerne schaut vorbei bei Shopfer Tesla. Damit könnt ihr den Kanal hier unterstützen und natürlich Nico und seine Mannschaft hier dann natürlich auch supporten und geile Produkte einfach, die möglichst nachhaltig hergestellt und transportiert wurden, für euch einheimsen. Mit 5% Rabatt seid ihr dabei. Den Code findet ihr unten in der Infobox. Okay. Ciao. Sagenhaft, oder? So viel spannendes Zeug, was uns erwarten wird. Und ich bin voll pumped, voll hyped und freue mich riesig drauf. Warum ist das denn noch so lange hin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mich noch sehr gut an das letzte Event erinnern und an das Feeling und diesen Spirit, der da vorgeherrscht hat. War für mich ein tolles Event, hat mir auch total Spaß gemacht mit dir, dort auf der Bühne zu stehen und durchs Programm zu führen. Das werden wir dieses Jahr dann wieder machen dürfen. Natürlich. Freuen wir uns total drauf. Wir blenden noch mal kurz die Ticketpreise ein, oder? Genau, hier seht ihr noch mal die Preise. Ihr könnt euch auch dann informieren und die Tickets natürlich kaufen auf www.elektrische-community.de, um bei To Be Fair Elektrische Community dann dabei zu sein. Links findet ihr selbstverständlich unten in der Beschreibung zum Ticketverkauf, aber natürlich auch zu To Be Fair und zur elektrischen Community. Genau, und wir werden hier stehen oder da, ich weiß gar nicht. Das werden wir noch sehen. Schauen wir noch, ob da oder da. Und dann könnt ihr euch hier in einem der 600 Sitzplätze, die ihr sein werdet, könnt ihr euch dann ein spannendes Programm von uns anhören. Wir haben tolle Interviewpartner, wir haben wieder Moderationen, die bei jeder Session von einem Influencer oder Aktivisten der Szene gemacht werden. Also wir führen dann so durchs Programm. Und wie letztes Jahr, falls ihr dabei wart, wird das eine richtig coole Sache. Hier drin Action, draußen Action, da hinten Action, dort Action, alles Action. Ich freue mich drauf. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.